Jetzt kommen wir zum Beinarbeitstraining, das heißt Frontkick, Genitalkick, Sidekick. Ich gehe davon aus, wie schon im Vorfeld erwähnt, ihr seid warm, ihr habt das Aufwärmvideo gemacht und ihr habt das Dehnübungsvideo gemacht. Das wäre natürlich optimal als Voraussetzung für dieses Trainingsvideo. Okay, und wir fangen an. Kampfstellung, ja? Machen einen Frontkick mit dem hinteren Bein. So, das heißt, hinteres Bein zieht nach oben, nach vorne und zurück. Dabei ist es wichtig, ich mache nicht das hier, sondern ich ziehe nach oben, schieb nach vorne. Ein Pushkick. Hüfte geht mit nach vorne. Genau. Okay, und los geht's. Wir bewegen uns. Nach vorne. Hier, nach vorne. Immer weiter. Nach vorne. Und wir bewegen uns. Und mit Hüfte schön rein. Hier mit Power. Und Power. Immer schön nach vorne. Okay. Und mit dem Vorderen dabei. Alle gleiche. Hier. Von der Seite. Hier. Immer weiter, komm. Und los geht's. Und linke ist unrechend. Wir setzen ab. Links, absetze, rechts und zurück. Links, absetze und rechts. Und los geht's, komm. Immer weiter, komm. Okay, und ausschütteln. Der Genitalkick schwer zu üben zu Hause. Ich weiß, ich demonstriere es kurz und zeige dann, wie man das von zu Hause noch üben kann. Entweder man hat Ehefrau, Kind, je nachdem, wo dann Kissen hebt, wo man dann ein bisschen reinkicken kann, oder man macht es einfach kraftvoll nach oben. Das heißt, wichtig ist Kampfstellung. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Spann. Ist das hier? Hier schön rein. Ich ziele aber nicht hier hin, ich ziele nach oben. Ich will nach oben. Ja? Ohne Kissen hoch. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Genau. Nur mit Widerstand. Immer schön kicken.
Hoch, immer hoch. Und mit dem anderen Bein. Wir wechseln Kampfstellung und holen aus dem linken Bein. Genauso sind wir zu nah dran, können wir entweder genauso das Bein strecken oder das Knie zur Hilfe nehmen. Genauso effektiv, Nahdistanz. Wir sind hier, bam, gehen rein, bam. Hier. Zu üben zu Hause. Hier. Kick. Kick. Und los geht's. Komm mit, Marvin. Kick. Greifen. Rein. Und los geht's. Dabei ist zu achten. Steht ihr direkt vor dem Gegner. Knie nach oben. Idealerweise hier haben wir ein bisschen Abstand, gehen wir seitlich am Gegner vorbei. Wir gehen dann nicht rein in den Gegner, sondern seitlich vorbei. Dass im Falle, dass wir nicht richtig treffen, wir immer noch in Kampfstellung sind. Anders da, wenn wir hier sind, werden wir umgerannt. Das heißt, hier. Und wir haben gewonnen. Okay. Und los geht's. Hier. So. Wir stehen vorne dran. Zack. Immer übel. Hier. Hier. Seitlich. Ja? Seitlich. Stehen wir vorne dran, Knie rein und seitlich, dass wir am Gegner vorbei können. Vorne rein und dann seitlich. Hier. Schön reinziehen. Greife seitlich, dass wir hier vorbei können und immer noch in der Kampfstellung stehen. Und immer bewege hier. Okay, los geht's. Weiter, komm. Immer weiter. Okay. Wir machen eine Kombination. Und zwar Frontkick. Wir setzen ab. Und dann kommt das Knie. Das heißt, okay, also, Frontkick, vorne absetzen, Knie. Immer weiter. Okay. Ausschütteln. Und wir machen weiter. Im Sidekick. Sidekick heißt, wir treten in seitlicher Position. Nicht front, sondern seitlich. Idealerweise, wir stehen vor dem Gegner, drehen, ziehen das Knie, kicken und gehen zurück. Und zurück. Ja? Also. Und zurück. Wir treten nicht hoch, drehen hier und gehen zurück.
Und los geht's. Ich mach's langsam mit zum Gucken. Ihr gebt Vollgas. Alle Beine vorne. Immer im Wechsel. Immer weiter. Immer weiter probieren. Immer weiter machen. Komm. Immer gucken. Stimmt der Stand? Stabiler Stand. Nach dem Kick bin ich immer noch im stabilen Stand. Bin ich im stabilen Stand. Egal wie er geht. Hier, hier, hier. Immer gucken, dass wir im stabilen Stand sind. Ist der Gegner auf der Seite? Immer gucken. Wir können in jede Richtung. Nach vorne. Sidekick. Ja? Hier, die Seite, Sidekick, ja, nach hinten, Sidekick, ja, nach vorne, bam, ja, bam, immer gucken und weiter. Und das jetzt immer verschiedene Übungen. Das heißt, immer abwechseln. Ich weiß, es ist ohne Sack oder Bratze oder sonstiges, ist es schwer. Deswegen gibt nicht Vollpower, dass sie nach vorne kippt, sondern immer schön auf die Technik gucken. Hier, stabiler Stand. Frontkick. Sidekick. Sidekick auf die Seite. Immer drehen. Frontkick. Frontkick. Sidekick. Und los geht's. Shuttleboxen. Oder Schatte kicke. Und los geht's. Immer schön. Power, komm. Immer weiter, komm. Immer in Bewegung bleiben. Knie. Knie nach vorne. Knie seitlich. Frontkick. Immer weiter, komm. Schattenboxe. Immer weiter, bewegt euch. Immer dran denken. Stabiler Stand. Sidekick. Sidekick. Stabiler Stand. Frontkick. Alles abwechselnd. Immer drauf achten. Komm, weitermachen, nicht aufhören. Ich mache sie langsam vor zum Nachgucken. Weiter, immer weiter. Komm, bewegt euch. Und rein mit dem Ding. Okay. Das Video könnt ihr natürlich so oft ihr wollt wiederholen. Und ich schaffe es jetzt, dass ich nicht unnötig in die Länge ziehe. Die Einheiten zwischendrin extra ein bisschen kürzer gemacht. Für die Abwechslung. Ihr könnt ja auch zwischendrin wirklich hier, macht ihr auf Pause, dann könnt ihr kicken. Das, was noch nicht so gut sitzt, wiederholen. Ganz wichtig, okay? Frontkick in die Genitalie, Sidekick, seitlich oder seitlicher Pushkick. Ja? Alles nur in dieser Höhe. Wir kicken nicht höher. Alles andere wird zu instabil. Wir kicken maximal in diese Höhe. Im nächsten Video, Beinarbeit, arbeiten wir dann Sidekick von der Seite, Roundhouse Kick und die Power Kicks. Okay? Also, immer schön
die Aufwärmvideos vorher, dass ihr schön warm seid, ein bisschen dehnen und dann hier reinklicken. Und zum Schluss, zum Auspowern, auf das Auspower-Video von mir. Und dann habt ihr eine volle Trainingseinheit. Und in diesem Sinne, klickt einfach aufs nächste Video hier und dann sehen wir uns. Okay, ciao.